Ich stecke mir einen Stift in die Eichel. Ja, du kannst da dabei. Aber, ja. Hast du wieder Post bekommen, ja? Ich habe vom Staat, der schreibt mir regelmäßig, der Staat ist mein Freund und Helfer, der Ach, nett. Weist mich immer hin auf Gebühren. Ja, und wir weisen euch hin, was die letzte Woche passiert ist. Wir werden euch gebührend aufklären über die Woche. Gebührend? Mhm. I see what you did there. Ja, ja. Mhm. Das ist mein Brain, der jetzt nach 8 Stunden Fortbildung einfach am Bienen ist. Am Bienen. Am Mr. Bienen? Oder bist du jetzt so völlig Lala? Ich bin jetzt, ich bin Po. Nicht Lala. Mhm. Tinky Winky quasi. Auch ein bisschen Dipsy. Ich sehe schon, also ich bin völlig wach heute, aber du bist dafür richtig Matsch. Ja, ich bin echt Matsch, Alter. Ich bin durch, aber für euch, Leute, komme ich nochmal vorbei in eure Gehirne und rede euch ein bisschen Schluss in den Gehörgang. Quasi in die Gehirne. Quasi. Hm. Ich komme aus Eisenach, komme ich hergefahren. Eisenach, von weit ich dachte her. Irgendwie Erfurt. Aber nee, Eisenach hat es auch geschrieben. Ja, ja. Eisenach, da geht ja keiner hin, außer Luther oder sowas, ne? Junker Jörg. Junker Jörg hieß er. Nee, es ist ja Luther. Ja, ja, aber sonst ist da ja nichts. Eisenach. War nicht auch irgendwie Schiller mal dort oder Goethe oder so? Ich habe keine Ahnung. Hm. IG Metall hat da ein Büro. War Ach, ich weiß Eisen. Es nicht. Wahrscheinlich, ja. Hm. Das ist ein heißes Eisen dort. Ja. Ja, und deswegen bist du hier Matsch. Wir sitzen hier Samstagabend da. Das heißt, wir sind sowas von aktuell. Eine brandheiße Ausgabe, ey. Leider ist es nicht so gewesen, dass jetzt heute Samstag tagsüber irgendwo ein Komet eingeschlagen ist. Oder nee, ein Mond in ein Ghetto oder sowas. Noch nicht. Aber wir werden mal schauen, was sonst noch diese Woche so passiert ist. Allem voran weiß ich nicht, ob das vielleicht das größte Thema war. Zumindest Welt spricht da selbst von. Über Elten. Nee, das habe ich am Rande mitgekriegt, dass ja. Da was war. Da kannst du uns hoffentlich aufklären. Ein bisschen. Das ist dann quasi Welten. Wenn die Welt über Elten. Egal. Ja, ja. Aber da gab es so ein Interview, so einen Schlagabtausch zwischen Höcke. Und Vogt. Und Vogt. Ja, ja. Mario. Der Mario Vogt. Noch, genau, der Mario. Er hat die altbewährte Methode angewandt, Nazis zu stellen im Fernsehen, wie es schon immer gelaufen ist. Ne? Mhm. Jetzt ist Höcke am Boden und die AfD wird alle Prozentpunkte verlieren. Ja. Wie auch schon zur NSDAP-Zeit, als die Konservativen auch schon gesagt haben, wir müssen die Rechtsextremen mitmachen, indem wir mit denen in eine Koalition eingehen. Hat gut funktioniert und so wird es wieder funktionieren. Vogt on point, hast du gut gemacht. Das ist ja nicht der Konsens, mit dem wir da alle rausgegangen sind, denn wir haben ja alle an diesem Tage etwas gelernt, und zwar, dass es in Thüringen Gehacktes heißt und nicht Met. Ach so. Das war ja der größte Streitpunkt, der jetzt schon virale Clip. Muss man aber tatsächlich den Punkt an Höcke geben, auch wenn es ein winziger Punkt in einer völlig irrelevanten Debatte ist, aber er hat gesagt... Er wollte ein Beispiel bringen, hat gesagt, ja, hier, wenn der Bauer bla 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 sein Gehacktes oder halt sein Mett bla 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 kauft, ja, und dann hakt da Mario ein, das heißt ja immer noch Gehacktes. Ah, und dann weist den Höcke drauf hin, er hat ja beides gesagt, weil Gehacktes vielleicht nicht jedem geläufig ist. Das kann ja auch sein, dass er jetzt so ein paar AfD-WählerInnen abschreckt, die halt so Wolf aus Deutschland, aus Deutschland. Und Vogt konnte damit in Erinnerung rufen, dass halt Höcke ein Wessi ist. Hm. Vielleicht hat das ein bisschen was ausgelöst, aber sonst. Ich muss sagen, die eine oder andere Spitze, die fand ich zumindest amüsant, weil er hat ja dann zum Beispiel so gesagt, wenn dann Reichskanzler Höcke kommt und so. Mhm. Und da hat er mich ein bisschen zum Schmunzeln aber gebracht. Es wird bei keinem ankommen von den AfD-Fans. Nee. Ich habe das Interview, muss ich gestehen, oder das Duell nicht gesehen oder gehört. Ich habe ein Transkript gelesen quasi, weil ich halt irgendwie im Zug länger war und wollte es mir nicht angucken. Und da habe ich das zumindest gelesen und ich weiß aber nicht, wie die Stimmung war. Ich habe nur mitgelesen so in den Kommentaren, dass wohl Höcke sehr viel Redeanteil hatte. Mhm. Und dann hat der Moderator gesagt, ja, sie hat mir jetzt aber viel gesprochen, Höcke es gar nicht glauben konnte. So. Und das glaube ich jetzt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie überrepräsentiert war und so. Also es gab auch einige Irritationen. Laut den Moderatoren haben wohl ein bisschen zu viel versucht, ihn zu demaskieren, was nicht so funktioniert hat. Und stiegen wohl auch gleich ein mit, man kann Höcke als rechtsextrem bezeichnen und so, wo Höcke dann so meinte, ja, musste ja jetzt kommen, ne, um das zu diskreditieren. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig gut gelungen, aber es hätte auch schlechter laufen können, glaube ich. Ja, was du bei dem Transkript natürlich nicht mit rüberbekommen hast, die haben die ganze Zeit nur geschrien. Ach so, hm. Ja, glaube ich auch. Das heißt Gehacktes! Und das Lustigste war ja eigentlich, dass Höcke, angesprochen auf seine aktuellen Strafverfahren, die gerade laufen, weil er ja Nazi, also SA-Parolen genannt hat auf der Bühne,
Wie er darauf reagiert, das wusste ich nicht, dass es verboten ist. Ich habe doch keine Ahnung von Geschichte. Ja, also das war nie mein Ding, Geschichte. Generell muss man jetzt sagen, als Geschichtslehrer. Ich bin jetzt mal ganz kurz so ein elitärer Herrenrassler. Ja, ja, Herr Höcke, erzählen Sie mal. Nee, nicht weiter. Höcke, sondern ich bin jetzt wirklich so ein blonder, blauäugiger, kruppstahlträchtiger, flink wie ein Wiesel seiender Machthannes. Ja? Mhm. Der bin ich jetzt einfach mal. Und dann gucke ich mir diesen Höcke an, wie der halt sich wieselt und winselt und windet. Um dieses, zum Beispiel auch um sein Buch herum. Also das ist 6 Jahre her, was ich da geschrieben habe. Da weiß ich ja jetzt den Kontext nicht mehr und so. Das ist so ein Rumgedruckse die ganze Zeit gewesen. Also das finde ich halt so, ich will es gar nicht sagen, aber so unmännlich. Ja, so dieses... Wir müssen uns Männlichkeit wiederentdecken. War doch ein Zitat von ihm, ne? Ja, ja, ja. Und das ist so, also okay, points given, dass er vielleicht seinen genauen Wortlaut aus seinem Buch nicht 100% im Kopf hat, jederzeit, ja? Nee. Okay, aber da wird halt zum Beispiel die konkrete Frage gestellt, hier eben jene SPD-Politikerin mit, ich glaube, islamischem Hintergrund oder so, würde... Muslimisch. Ja, islamistischen Hintergrund, genau, weil das, die hat sich schon dreimal in die Luft gesprengt und wieder zusammengeklebt. Und die hat... irgendwie was gesagt oder er hatte irgendwie Stress mit der oder was auch immer, aber er wusste das nicht mehr genau angeblich und dann haben sie halt die direkte Frage gestellt, die völlig losgelöst von seinem Buch ist, wo er das halt thematisiert, ob er die als zu Deutschland gehörig sieht oder ob die unter einem Höcke als Bundeskanzler oder was auch immer das Land verlassen müsste. Er hat es ja auch so geschrieben, so Leute wie sie gehören nicht in unser Land, ne? Die so ungefähr, genau. So und da ist ja zumindest eine direkte Frage im Raum, die nichts mehr mit dem Buch zu tun hat. Und dann geht's halt weiter. Ja, also da weiß ich jetzt den Kontext nicht mehr, da müsste ich nochmal nachschauen. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts, wenn sie das genau zitieren und so. Und das ist so ein Rumgedruckse, natürlich. So ein Pussy-Move, Alter. Da nee. Also wenn dann wirklich dazu stehen, ja, dann hol halt die Reichsfahne raus, so. Aber dieses Rumgeeiere, nee. Ja, also das ist nicht mehr mein Nazi sein, weißt du? Ihre Strategie, dass sie halt immer Sachen irgendwie erst erzählen, dann zurückrudern, war nicht so gemeint, aber ihre Fans wissen genau, was gemeint ist und so verschieben sie den Diskurs immer mehr nach rechts und immer radikaler. Und wie gesagt, die größte Frechheit war ja, dass er nicht wusste als Geschichtslehrer, was SA-Losungen sind und dass die halt verboten sind. Und er hat es ja auch wiederholt, es war nicht nur einmal, dass er diesen Satz gesagt hat. Das ist also unglaubhaft. Entweder ist er ein dummer, schlechter Geschichtslehrer oder er lügt. Und das ist beides nicht gut. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder ein Interview gesehen von einem ehemaligen Schüler von Höcke, der gesagt hat, dass Höckes Klassen haben nie das Dritte Reich durchgenommen. Das ist komisch. Also das ist ja eigentlich ein Riesenkomplex im Geschichtsunterricht. Und er hat es nicht durchgenommen. Mhm. Und Höcke behauptet irgendwie, hätte er sich immer an den Lehrplan gehalten. Man könnte es in den Schulbüchern nachlesen, die es gar nicht mehr gibt. Die werden in der 5 Jahren vernichtet und so. Also alles Rumgedruckse, Rumgelüge und so. Und das ist einfach nicht befriedigend. Man könnte eigentlich sagen, Eva Braun hat das Dritte Reich durchgenommen. Ja, einen davon zumindest. Ja, naja, also das Reichskanzler halten. Aber weißt du, was mir nie bewusst war, dass die NSDAP, die dann die Macht ergriffen haben, das waren alles keine alten Männer, ne? Die waren ja relativ jung noch. Mhm. Da war Hitler noch der Älteste, so mit Anfang 40, aber hier Himmler und so und so, die waren ja alle noch so Anfang 30. Das waren ja alles noch relativ junge Leute. Ja, stell dir doch mal jetzt vor, du würdest jetzt nicht auf irgendein langweiliges Seminar gehen, sondern jetzt einfach mal ein großdeutsches Reich haben, das wäre doch geil. Oh, das würde gerne tauschen tatsächlich, ja. Jetzt so ein kleines großdeutsches Reich, das wär's doch jetzt mal. Wobei, ich glaube, ich bin im besten Alter dafür. Ich würde vielleicht nicht alles wissen, aber ich würde mir zumindest die richtigen Leute ranholen, die sie auskennen. Ja, das ist ja heutzutage das Ding. Du musst ja gar nicht alles wissen. Du musst nur das Selbstvertrauen haben, so zu tun, stimmt, als ob. Das stimmt. Das tun echt viele. Ja, das war das Höcke und Vogt-Ding. Da habe ich ein schönes Zitat gelesen von Nicole Diekmann. Die hat geschrieben, sie zitiert Vogt. Jemand, der im KZ Buchenwald Hausverbot hat, also Höcke, der darf nicht Thüringer Ministerpräsident werden. Das war ein Vogtsatz. Mhm. Da fügt sie hinzu, mit jemandem, der im KZ Buchenwald Hausverbot hat, sollte man vielleicht auch nicht im Fernsehen diskutieren. Das finde ich richtig, weil es geht immer schief. Man sollte solche Leute einfach nicht legitimieren durch irgendwelche Fernsehduelle, sondern einfach schön raushalten, weil Leute, ihr könnt sie nicht demaskieren. Es klappt nicht. Von welcher Seite kam denn jetzt die Initiative? Das weiß ich halt nicht, weil ist denn Welt an diese Leute rangetreten und hat gesagt, mach mal? Oder hat denn dieser Herr Mario, den vorher kein Schwein kannte, gesagt, ich will unbedingt jetzt mal den Höcke
entwaffnen. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es dieses Format gibt und es öfter mal so Anfragen kommen an die PolitikerInnen und so, wo es dann heißt, habt ihr Lust auf eine, oder macht ihr ein Duell? Und wahrscheinlich gab es auch die Anfrage Ramelow gegen Höcke, wo dann Ramelow gesagt hat, nee, ich werde nicht mit Faschus diskutieren, mit Recht. Und wo sie aber dann auch Vogt gefragt haben, der hat dann wohl gesagt, ja, ich mach's. Und wahrscheinlich läuft es meistens eher so, kann ich mir vorstellen. Der hat dann die Publicity gerochen und konnte nicht Nein sagen. Ja, ist ja wie im Dschungelcamp, ne? Die fragen ja auch so tausende Promis an, von Jennifer Rostock über Farin Urlaub und so. Die fragen ja jeden, kriegen auch ganz viele Absagen und nehmen dann so die irgendwie am wichtigsten klingen. Das sind dann manchmal nur die Bachelorette-KandidatInnen, die irgendwie in der ersten Folge rausgeflogen sind. Das geht noch jetzt weiter, ne? Dieses krasse Thema, das zieht sich bis nach Erfurt hin. Denn... Ui. Nach TV-Duell, Höcke vs. Vogt, Weltreporter attackiert, Chaot schlägt bei Live-Schalte in Erfurt zu. Ach. Das ist ein bisschen reißerisch witzig. Und ich habe hier das Thumbnail vorliegen. Doch, ist witzig. Also ich habe da herrlich gelacht tatsächlich. Ich habe das Thumbnail vorliegen, auf dem er nicht zensiert ist, wie du siehst, der Angreifer. Und dann gehst du ins Video rein, er läuft einmal durchs Bild, ist er auch nicht zensiert. Dann kommt er aber wieder ins Bild und ist plötzlich zensiert. Ganz, ganz weird. Hat sich so eine Zensurmaske aufgesetzt? Nee, also das ist schon Post-Production, hat er auf jeden Fall richtig schalten und walten lassen. Das ein großes Quadrat einfach auf seinem Gesicht, aber er kommt wieder ins Bild. Dieser Reporter, keine Ahnung, wie er heißt, steht da bestimmt irgendwo, Olaf Gasprigi. Ja, so heißt er. Der telefoniert mit seinem Mikrofon in die Kamera rein und dann kommt so die Hand vor seinem Gesicht so lang, ja, berührt ihn nicht, aber surft da einmal so lang. Und dann geht die aber hinten und macht so einen ganz kleinen Klaps auf den Hinterkopf. Und ich weiß nicht, ob die da hinterher einen Soundeffekt reingefügt haben oder so. Vielleicht können wir auch einfach mal kurz zu der Stelle hingehen. Das macht halt so richtig laut Batsch an der Stelle. So, und dann geht der Typ aber weiter und dann sagt der Reporter, ja, wie man sieht, selbst hier in Erfurt ist die Stimmung sehr geladen und so. Was noch witzig ist, dann kommt der aber nochmal zurück und schnipst ihm so ans Ohr. Was ist mit dem los, Alter? Und das war der Punkt, an dem ich lachen musste, weil das ist so absurd irgendwie. Ist natürlich super scheiße für den Typen und der hat bestimmt auch da Schiss, dass das noch mehr eskaliert und so. Alles verständlich und uncool, das zu machen. Aber sorry, da musste ich halt wirklich lachen an der Stelle. So, ich guck mal, ob das jetzt hier die Stelle ist. Aber natürlich ist das Thema heute auch hier, hier jetzt im Landtag. Hörst du dieses... Das ist übelst laut, Alter. Oder ja, das schallt entweder auf diesem Platz oder die haben da hinterher was eingefügt. Es klang nicht wie, weil man sieht ihn quasi, wie er außen steht. Es klang eher so ein bisschen, als wäre irgendwie ein Besen umgefallen in einer Kammer oder so. Ganz komisch. Aber vielleicht ist es halt wirklich, weil der Platz so offen ist und der hat eine komplette Glatze, dass das so schön batscht. Ja, ach Mensch. Aber da musste ich lachen. 120.000 Aufrufe können nicht lügen. Das muss ein gutes Video sein. Oh Gott, oh Gott. Ups, ich muss mein Vibrieren ausstellen. Ja, oh Mist. Wie geht denn das? Ich habe jetzt einen Google Pixel. Das ist ganz komisch. Habe ich mir nicht ausgesucht. Musst du löschen. Musste ich kriegen. Schon die erste Schramme hier ist runtergefallen gestern. Ei. Naja, ist wie es ist. Panzerglas drauf. Wir können auch kurz bei Faschos bleiben. Und zwar wurde jetzt, na gut, vielleicht nicht ganz, tut mir leid, ich nehme es ein bisschen zurück, aber es geht ist nur Fasching, Entwarnung, Leute. Nee, es geht um Asylsuchende, nämlich soll jetzt die Bezahlkarte eingeführt werden, dass halt Menschen, die Asylleistungen beantragen und so, die bekommen jetzt nicht mehr halt Geld, was sie halt abheben können und was viele ja auch in ihre Heimat schicken, das ist ja auch offenbar eine Sache, sondern jetzt sollen Bezahlkarten kommen, damit halt die Leute nur noch minimal Bargeld, wenn überhaupt, abheben können und nur noch irgendwie mit Karte zahlen können, ne, um halt ihren Bedarf zu decken. Und es wird immer so begründet mit Kosten für den Staat und so, das geht ja überhaupt nicht. Aber das habe ich eine Rechnung gesehen, was es eigentlich kostet. Und zwar das Bürokratiemonster, in Anführungsstrichen, kostet bis jetzt 300, also sind die Zahlen für Berlin, glaube ich, irgendwie 366.000 Euro. Kostet dieses Verfahren, was normal ist, durch die Beweisungen, die halt verloren gehen. Das kriegen alles die Flüchtlinge. Das fehlt uns dann auf dem Butterbrot. Genau. Jetzt muss ich kurz gucken. Genau. Nee, insgesamt werden wohl, das ist eine andere Zahl. Und jetzt die Bezahlkarte für Asylsuchende sind einfach 10 Millionen im Jahr. Also nicht mehr diese 366.000 irgendwie, die das Geld überweisen, verloren gehen. So, jetzt bezahlen wir einfach 10 Millionen für diese scheiß Karten wegen Bürokratie, die Karten an sich und so weiter. Das ist einfach voll bescheuert. Einfach mit Magic-Karten machen, ist günstiger, obwohl das eine Lüge. Magic-Karten sind teuer. Das heißt, es sind jetzt 20% der Gesamtkosten für überhaupt was für Geflüchtete ausgeht, ist jetzt diese scheiß Bezahlkarte. Ja.
Also voll bescheuert. Ich habe mir mal was überlegt, ja. Wie wären das, wenn wir, wir haben ja so ein Platzproblem, sagt der Volksmund, ja. Ja, ja. Wie wäre das, wenn wir das große Asylt einführen und diese ganzen Flüchtlinge einfach Sylt bekommen? Ach so. Ja, ne? Das wollen die Deutschen, glaube ich, nicht. Die mögen ja Sylt. Ach, gerade so. Das sind ja nur wenige. Christa Lindner und so. Ja. Sind ja auch so ein Sylt-Anhänger. Aber da ist ja Platz. Und fahr in Urlaub. Weißt du, wenn man einen so eine... Ne, der will das ja im Dings versenken. Ja, aber nur auf der Remix-Version. Aber die Original ist doch irgendwie wieder zurück, dachte ich. Ich glaube, auf der Original-Version, da wird Sylt gar nicht... Ach so. Zumindest namentlich nicht erwähnt. Okay, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Wie dem auch sei, stellst dir vor, eine Villa weggerissen, zack, sind da irgendwie, ist da eine schöne Weimar Westsiedlung hochgezogen. Ach, man kann immer reden mit den Geflüchteten, ne? Ich finde, man soll ja nicht immer nur über sie, sondern auch mit ihnen sprechen, was sie brauchen. Ja, aber so, die verstehen ja unsere Sprache nicht, hallo? Ach so. Wie willst du mit denen sprechen? Dann lernen, na, Babelfisch. Ja. Ganz einfach. Hm. Ist vielleicht ein bisschen aufwendig, aber das ist die Lösung, würde ich sagen. Gut. Wir bleiben kurz bei Menschen, die diskriminiert werden. Und wir ganz kurz einen kleinen Zeh nach Amerika halten, nämlich nach Chicago. Denn da ist ein junger, schwarzer Mann innerhalb von 41 Sekunden mit 96 Schüssen getötet worden. Ja, gut, also das, da musst du halt so wissen, es gibt ja Pistolen, die haben so eine Automatikfunktion und das geht dann ganz schnell. Ja, so schnell kannst du nicht gucken, da ist da irgendwie so ein, und dann hat man auch noch so ein Trommelmagazin, wo 100 Schuss reinpassen, ja, so eine Tommy Gun oder so, das geht ganz schnell. Man muss auch bedenken, wofür er quasi angehalten worden ist. Ja. Also es war nicht etwas, was harmloses wie Vergewaltigung oder irgendwie den Staat umstürzen oder sowas. Nein, er war nicht angeschnallt. Ja, und da ja. muss man schon mal ins Verhältnis setzen, das sind 96 Schüsse ja noch ziemlich wenig. Ja, und es kann ja auch sein, dass der quasi nicht angeschnallt war, aber quasi so ein Munitionsgürtel hier so lang hatte. Und deswegen haben die erst gedacht, er war angeschnallt, haben sich genähert und dann wurde es gefährlich, weil, oh, der hat einen Munitionsgürtel. Ach nee, vielleicht ist er ja doch angeschnallt. Und dann war aber auch das Magazin schon leer und dann kannst du ja die Patronen nicht wieder zurückdrücken. Ne? Und zum Glück gibt es halt eine Aufnahme davon und es wird jetzt ausgewertet und so weiter. Und der Bürgermeister der Stadt Chicago will Aufklärung und hat auch gesagt, er ist bestürzt über diese Situation und die Familie ist auch natürlich erschrocken. Und wollen jetzt dagegen vorgehen und das untersuchen lassen. Aber das ist doch bestimmt ein Highscore jetzt, oder? Da muss es doch irgendwelche vielleicht eine Prämie polizeiinternen Statistiken werden doch da bestimmt gehandelt. So pervers nie bestimmt. Und ich gebe dir Brief und Siegel, es gibt irgendwo in Deutschland eine WhatsApp-Gruppe von PolizistInnen, die sich darüber freuen und versuchen, diesen Highscore zu knacken. In 41 Sekunden 96 Schüsse, auch also schon auf dem Boden lag, haben sie noch geschossen, weißt du? Mhm. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Ist ja auch irgendwie, ja, dumm. Ja, ich sehe gerade, der hat leider keine 96 Schüsse abbekommen. Stattdessen ist er 76 Jahre alt geworden, was ein paar Jahre zu viel sind. Wahrscheinlich um die, 32, denn Mordprozess von 95, O.J. Ja. Simpson. Der ehemalige Football-Spieler, Football-Star O.J. Simpson, der ja dann wegen Mordes an zwei Menschen, seiner Ex-Freundin und ihres aktuellen Partners, angeklagt wurde, oder wurde nicht fair, aber angeklagt, und konnte sich aber sehr umstritten quasi freisprechen lassen, sozusagen, weil die Beweislage irgendwie eigentlich sehr erdrückend war, aber nur diese eine Sache, als der Handschuh nicht gepasst hätte, was Quatsch ist, da hat einfach nur seinen Finger ausgestreckt, was man auch sieht im Video, hat ihn dazu bewogen und hat ihn erreicht, dass er halt nicht ins Gefängnis kam. Und hat sogar, nachdem er freigesprochen wurde, noch ein Buch geschrieben, was hieß If I Did It, Also wenn ich es getan hätte und so. Also richtig shady. Aber die Geschichte zu dem Buch ist sehr, sehr witzig, weil die haben dann 6 Jahre später heraus, also die Familie von den Toten haben das herausgeklagt, dass er das nicht mehr verkaufen darf. Genau, ja. Dürfen das stattdessen selber verkaufen und haben das Cover umdesignt, sodass das If winzig klein ist. I did dass it, dann quasi groß steht I Did It. Hm. Und also an dieser Stelle möchte ich auch nochmal was anderes promoten, weil ich ja hier oft... Ein Buch eines Mörders. Ja, ich habe auch eine gute Werbung. Mein Kampf will ich jetzt promoten. Mach nur. Buch eines Mörders, auch ein guter Schinken. Nein, ich habe ja hier oft über Nathan Fielder und so geredet. Auch mehr als du nicht da warst mit Herodes zusammen, weil der sein neuestes Werk veröffentlicht hat. Aber... Who is America müsste das heißen, von Sacha Baron Cohen. Ist auch sehr, sehr geil. Ich glaube, da kam nie eine zweite Staffel, was sehr schade ist. Was
einfach nur entwaffnend. Also auch wenn Herodes das jetzt hört, vielleicht sollte er sich das mal anschauen, weil ich glaube, spätestens wenn man das sieht, kriegt man auch so eine absurde Faszination für amerikanische Kultur und Politik. Mhm. Der hat ja, nee, das war bei Borat 2 wiederum mit diesem Rudy Giuliani-Ding, wo er seine minderjährige Tochter, die ja nur Schauspielerin war, da so quasi eingeschleust hat. Ach so, aber da hat er zum Beispiel auch ein Interview mit O.J. Simpson geführt und hat sich aber wieder verkleidet, wie er das immer macht, also der Kollege von Ali G und eben Borat und so, und verkleidet sich da so als Milliardär aus, weiß ich nicht, aus dem Iran oder so. Und macht dann so mit O.J. Simpson so, hahaha, ja, und ich bin ein größter Fan. Und dann kommt halt seine Frau rein und dann, ah ja, du gehst mir auf den Sack und so. Und dann geht die Frau wieder raus und dann sagt er so zu O.J. Simpson, ja, manchmal möchte ich dir erwürgen, du weißt, was ich meine. Und kitzelt das halt so aus ihm raus. So. Und es ist einfach alles großartig. Und das ist noch eine der schwächeren Szenen in dieser ganzen Serie von, ich glaube, 8 Folgen oder so. Also es ist wirklich absurd, was da alles passiert. Da gab es noch mehr auch so Situationen mit O.J. Simpson, dass er dann irgendwie eine Reporterin auch mal erschrecken wollte irgendwie, und dann kam er auch so aus dem Bad raus, so hat halt so eine Messerbewegung gemacht und so. Und ja, also ganz sweeter Mensch gewesen. Und das Ironische war bei O.J. Simpson, er wurde ja freigesprochen dafür, kam aber später ins Gefängnis für den Raubüberfall, den er dann noch gemacht hat. Mhm. Weil wenn du schon für einen Doppelmord freigesprochen wirst, bist du nicht so blöd und machst einfach weiter. Nee, gerade dann denkst du ja, du bist unbesiegbar. Unfassbar. Aber da haben dann die Handschuhe gepasst, leider. Deswegen ist er erwischt worden. Und ja, die Handschuhe bei Gevatter Tod haben auch gepasst, denn er wurde jetzt geholt. Ein Verlust für wenige, aber so. ein Gewinn für den Nekrolog, I guess. Aber für den guten Nekrolog, also für ein verdientes Leben, würde ich noch Eckhard Dux einführen. Das jetzt natürlich alle sagen, natürlich. Ach und so. Nein, Eckhard Dux ist tot. Der war Schauspieler und Synchronsprecher und sprach unter anderem Arthur Spooner und Gandalf. Ja, das ist tatsächlich eine große Sache, denn was viele vielleicht nicht wissen, der spricht auch ganz viele PlayStation 1 Spiele, wie zum Beispiel Harry Potter 1 und 2 hat er den Erzähler gesprochen, und das beste Spiel aller Zeiten auf der PlayStation 1, Frontschweine. Oh, das habe ich geliebt. Da spricht er auch die sehr, sehr ikonische Stimme. Ja, er spricht komplett anders als bei Arthur Spooner, aber er spricht halt wirklich so, ja, das ist das kleine Schweinchen und so, also Frontschweine mega. Hast du das noch? Weil das ist jetzt übelst viel wert. Echt? Kriegt man nirgends. Scheiße. Richtig scheiße. Nee, wir hatten den Videobuster. Kennst du das? Ja. Das war so ein mobiles Videospiel-Ausleih-Tool. Also war so ein Bus, der kam mal angefahren, hat auf so einen Parkplatz gehalten und konnte halt Spiele ausleihen für eine Woche. Und da habe ich mir mal so PS1 und PS2-Spiele ausgeliehen. Unter anderem Frontschweine für ein paar Wochen, und das war richtig geil. Super geiles Game, ohne Spaß, ey. Würde ich halt auch gerne nochmal auf Stream spielen, aber schwierig. Auch ein Riesenspaß war, oh Gott, ich habe es weggemacht aus Versehen, die Eclipse, die Sonnenfinsternis, ist passiert in den US und A, war die wohl zu sehen. Und jetzt gibt es halt die witzige Meldung, dass nach der Sonnenfinsternis gab es eine verstärkte Google-Anfrage namens Why Do My Eyes Hurt? Ist angestiegen, und es ist wieder typisch Amerika, ja. Und ich glaube, das waren davon 80% Trump-Supporter. Ja, Trump hat es ja vorgemacht vor ein paar Jahren. Da hat er ja auch so ohne Schutz in die Sonne geschaut. Und das sollte man nicht tun. Nee, der hat so natürliche Sonnenbrillengläser, weißt du, in seinen Augen drin. Die rosa-rote Brille ist das, die er aufhat. Wie Kim Jong-un, da muss ja auch nicht kacken und kann AIDS heilen und so. So ist ja auch Trump. Ja, ist ein Spektakel. Cool, ne? Ja, ich hätte noch eine Fascho-Meldung. Ach du, hier wieder Fascho. Dann sind wir durch. Und die finde ich nämlich auch sehr skurril. Habe ich sie gespeichert? Ich hoffe. Da geht es nämlich um Tschetschenien, dass die eine ganz komische Regel eingeführt haben. Genau. In Tschetschenien dürfen in Clubs jetzt nur noch Lieder mit 80 bis 116 Beats per Minute gespielt werden. Okay. Da nur das zur tschetschenischen Mentalität passe. Und das schreibt jetzt witzigerweise hier der BR, das Format Queer. In Deutschland müsste das dann wohl irgendwo zwischen 126 BPM bei Döner macht schöner von Allgäu Power und den 160 BPM bei Hyper Hyper von Scooter liegen. Mhm. Witzig. Und das ist wirklich Gesetz, oder was ist das? Scheint zu sein, ja. Also, Clubs. Ja, also ist witzig, aber ist schon auch ein bisschen absurd. Ist eine absurde Regel, aber warum nicht? Können wir mal testweise durchführen, gucken, was passiert. Vielleicht werden die Menschen ja auch einfach glücklicher, die tanzen. Also ich habe ja zufällig wahrscheinlich morgen ein neues Video online mit ganz vielen tollen Liedern.
Ja, KI generiert, aber ich habe da sehr viel Eigeninput getan. Es ist ja auch nicht einfach runterladen, weil manchmal muss man das in ganz vielen verschiedenen Parts machen und dann setze ich die Parts selber zusammen und mache ich noch so lange, bis ein geiles Solo bei rumkommt, was ich dann da auch noch einfüge. Ja, also es ist schon Gefrickel, was man da macht, aber es sind viele catchy Ohrwürmer und die wären in Tschetschenien auf jeden Fall legitim für die Clubs, das kann ich euch versprechen. Es ist schon hart, ein KI-Künstler zu sein, ne? Das ist auf jeden Fall Ist ein die hartes High Leben. Art, ne? Also so die hohe Kunst. Wir haben ja vor dem Podcast schon drüber gesprochen und ich hatte die letzten Tage so einen perfekten Vergleich, der mir jetzt halt leider nicht mehr einfällt. Schade. Ja, weil ich verstehe das, dass Leute sagen, das ist ja ganz doof, aber ne, wenn man weiterdenkt, es gibt ja andere Sachen. Du hast ja das Tool mit Wachsmalstiften verglichen in unserem Auch, Vorgespräch, als wir in der Redaktion aber geführt das war haben. nicht der perfekte Vergleich, den ich Ja, sehe meinte. ich auch. Sehe ich Da auch ging es ja so. um Rechte. Wenn wir irgendwie Faber Castell oder was weiß ich, die Faber Castell, wenn wir den Stift verkaufen, gehört denen auch nicht das Bild, was ich damit male. Kann man nicht vergleichen, wie ich finde. Ich glaube, dass das ein Wachsmalstift einfach nur ein Werkzeug, also so echt nur so ein Werkzeug ist. Aber eine KI ist ja wie eine Art Maschine, die ja die wirklich selber auch generiert. Stell dir mal vor, du hättest einen Stift oder so, der halt von alleine zeichnet. So kannst du es eher Ja, vergleichen. aber der zeichnet ja auch nur das, was du ihm vorher sagst, was er zeichnen soll. Genau, wenn er aber seine Ideen von anderen Kunstwerken nimmt, ist es wieder geklaut und nicht so einwandfrei, weißt du? Und Ich nicht so weiß wirklich nicht. dein Mein Kopf. perfekter Vergleich, der fällt mir noch ein. Wie dem auch sei, Kannst ja nachreichen. ja, die Liedtexte sind ja sowieso von mir und die Ideen dahinter und das ist ganz witzig. Und es ist ja nicht nur einfach nur das Album. Ich habe ja einen neuen Dancer quer durch Jena gemacht, eine ganze halbe Stunde lang. Das war extrem anstrengend, Oh, das glaube ich. aber ein großer Spaß. Das Hauptproblem, was ich tatsächlich dabei habe: Man kann nicht so geil dancen, wenn man permanent nach vorne läuft, ist mir aufgefallen. Das ist in 3 Minuten nicht so weiter schlimm, aber wenn du halt wirklich 30 Minuten machst und nur nach vorne, das ist halt, ne, du musst Musst von der Stelle kommen. auch irgendwo Da hinlaufen, fallen ein genau. paar Dances, also der Running Man zum Beispiel wird dann schwer. Der ist ja dadurch ausgezeichnet, dass du den an Ort und Stelle machst. Und weißt du, das ist mir aufgefallen. Ist Ach, kannst gar du nicht nicht auch mal geil. stehen bleiben für eine Minute und so, dann geht's Ja, aber weiter? ich weiß nicht. Das ist dann weniger spektakulär oder so. Ach nee, ist auch Ist voll ja auch egal. okay. Ich habe jetzt auch nicht so krass mit den Leuten interagiert, weil erstens in Jena hat jeder eine Fresse gezogen, bis auf eine richtig geile Person. Und zweitens, dadurch, dass das halt 30 Minuten ist, dachte ich mir, wenn ich jetzt da einen dabei habe, der dieses ganze Projekt dann kippt quasi, ist halt scheiße. Wenn einer irgendwie sich richtig angefuckt fühlt. Hast du auch nur einen Durchlauf gemacht? Ich habe nur einen Durchlauf gemacht. Ah ja, Ja. ein Ich One-Taker. bin Profi, hallo. Das sitzt auch beim ersten direkt. Aber ja, guck da mal rein. Das wird ganz tolli. Aber es sind Pausen zwischen den Songs, oder hast du das so übergangslos gemacht? Es sind schon 2 Sekunden Stille zwischen den Songs, Okay. aber es ist kein Schnitt oder sowas. Ah, funny. Finde ich Ja. gut. Freue mich drauf. Ich wollte eigentlich mal kurz über was anderes reden, was nicht Machen wir. unbedingt die Woche passiert ist, aber ich habe diese Woche ein Video entdeckt, was mich seit langem mal wieder so hart zum Lachen gebracht hat, wie ewig nicht. Ich hatte das einmal. Da saß ich im Flixbus, das muss 2021, glaube ich, gewesen sein, ne? 22 vielleicht auch, aber egal. Im Flixbus nach Berlin und da habe ich ein Video gesehen. Patti LaBelle singt ein Weihnachtslied vorm Weißen Haus, aber das falsche Instrumental wird gespielt, die falschen Karten mit dem falschen Text, also so quasi Teleprompter-mäßig werden die angezeigt. Ihre Background-Singer sind nicht da und sie improvisiert halt in dieses falsche Instrumental rein. Und singt dann so, Where are my background singers? We're having a great time. Und das ist einfach Okay. so großartig. Aber das ist lange her und jetzt habe ich wieder eins entdeckt. Und zwar ist bei Bill Maher ein Gast, Richard Dreyfuss, das ist der Hauptprotagonist von Der Weiße Hai, ist eigentlich auch völlig irrelevant, ja. Und da gibt es so einen Zusammenschnitt, Best of oder das Interview in a Nutshell. Und erstens, die ersten 3 Minuten sind einfach nur weirder Scheiß, wie dann halt irgendwie erzählt, dass seine 12-jährige Tochter von Aliens entführt worden und so, und ganz komisch. Aber dann gibt's einen Cut und dann Kann wird so passieren. ein geiler Zusammenschnitt gemacht, wie der Typ die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzt, so. Und der Stuhl ist halt quasi wie ein großer Sessel, wo aber noch so zwei große Kissen, so massive Kissen drauf sind. Und das ist ein Typ, der ist 80 oder so, keine Ahnung. Und der knetet sich da rein und also er wirklich, er rutscht so nach unten. Er sitzt quasi gar nicht mehr auf diesem Stuhl da und sitzt dann hier vor diesem Stuhl. Ich kann es gar nicht nachmachen. Und ich bepiss mich so hart, wenn ich das sehe. Also, wenn das eure Art von Humor ist, empfehle ich, guckt euch das mal an. Und Großartig. wie heißt das Video?
Ja, Bill Maher, Richard Dreyfuss Interview, Best of oder in a nutshell. Ja, Richard Dreyfuss Interview in a nutshell müsste es sein. Aber ich wollte gerade anknüpfen bei den falschen Instrumenten. Als ich noch Jugendlicher war, bin ich manchmal bei uns beim Stadtfest aufgetreten. Wir hatten da so eine kleine Sketchgruppe. Und ich wollte mal Falco live singen quasi. Ich glaube, das war der Mann mit dem Koks, wollten wir live performen. Wir hatten da so einen Tanz gemacht. Also ich habe nicht getanzt, aber andere haben getanzt. Ich habe den Song halt gesungen. Und ich merke, bei der Generalprobe, oder nicht bei der Generalprobe, kurz bevor die Show losgeht, dass der Techniker mal alle Songs des Abends mal ganz kurz anspielt, um zu prüfen, wie es läuft und so. Und da höre ich auf einmal einen anderen Falco-Song Instrumental, also Egoist war es, glaube ich. Und ich dachte, Oh oh, nicht, dass er den falschen Song runtergeladen hat, den ich geschickt habe. Geh zu ihm hin und frage ihn, was hast du gerade einen falschen Song abgespielt, na, den ich runterladen sollte. Und er so, nein, oh, es geht in 10 Minuten los und so. Und dann musste ich echt noch mal nach Hause rennen, Oha. die CD holen und dass er sich noch draufbrennen kann. Ich musste uns nur mal nach hinten verschieben. Und dann hätte ich das nicht gemerkt, weil ich da gerade auf dem Klo gewesen wäre, der diesen Song anspielt. Hätten wir das nie erfahren, wären auf die Bühne Dann wäre das gegangen. Le Patti LaBelle Und passiert. dann wäre dieser Song gekommen und wir hätten da gestanden wie Trottel, weißt du? Und es sind so Momente, wo ich manchmal denke, manchmal schickt das Universum einen irgendwie liebe Grüße und holt einen raus. Wobei, wenn es zu nett wäre, hätte es gar nicht erst dafür gesorgt, dass es passiert, ne? Aber ich dachte so, oh, das war echt Glück im Unglück. Das wäre awkward gewesen. Mit 14 Jahren hätte ich mich da blamiert, weil ich den Song gar nicht singen Jetzt kann. nie wieder davon erholt. Aber Ego ist es mir viel zu schwer. Hätte ich nicht singen können. Ja. Das dazu, eine Geschichte aus meiner Jugend. Falco ist gut. Hast du das schon gewusst? Der war sehr gut sogar. Und er ist sehr tot, leider. was wollte ich denn hier noch anbringen? Ich habe hier doch noch so Was eine auch tot Situation. ist Eltons Karriere bei ProSieben. Ah ja, genau. Also Elton hat, ich hatte es noch gesehen, weil ich folge ihm bei Facebook tatsächlich. Und ich habe eine Story von ihm gesehen, wo er irgendwie sowas geschrieben hat wie 23 Jahre Müll runterbringen und lieb sein und so. Für was? Irgendwie, jetzt wurde Oha. ich verlassen. Und ich dachte erst, oh, brennt er jetzt erstmal seine Eheleben irgendwie aus, dass er verlassen worden ist. Wie awkward ist das denn? Dann kam aber raus, dass er von ProSieben entlassen worden ist. Denn er macht auch bei RTL noch Shows und öffentlich-rechtlich hat er ja auch mal Shows gemacht, so eins oder drei. Und jetzt hieß es auf einmal, dass dem Sender ProSieben zu viel ist und ihn jetzt rausgeschmissen haben, ohne Abschiedsshow, ohne irgendwie, dass sie es schön gemacht hätten, sondern einfach so, du bist jetzt raus und mach den RTL-Scheiß und das ist gut. Da hat sich Elton sehr drüber aufgeregt, hat auch nochmal klargestellt bei Facebook, es war nicht freiwillig, ich wollte nicht gehen, das Management rief mich an und so. Und ja, ist War da der verstärkt den Star nicht moderieren. Hauptmoderator oder hat der weiter nur dieses Blamieren und Kassieren Ding gemacht? Ich Weißt dachte, du das? er war Hauptmoderator von Schlag den Star, oder? Ich weiß es nicht genau, aber bei Elton hatte ich halt schon immer das Gefühl, der ist ja auch irgendwie bei TV Total reingekommen als so der Dulli, ne, der oder der Praktikant, Showpraktikant, genau. der aber halt immer auch Punchline war, so erst war Ja. immer der Witz quasi. So, und ich habe das Gefühl, das hat sich durch seine ganze Karriere gezogen. Wir haben ja den privat kennengelernt, so bei der Ach, Millionärswahl stimmt, ja. und auch als dann dieser Shitstorm so ging und er dann so backstage richtig down war und du hattest irgendwie das Gefühl, dass er von allen immer aufs Maul kriegt und er der Schuldige ist, so, Warum weißt du? hat er einen Shitstorm? Na, das Voting-System war kacke und so. Der konnte dafür nichts. Es waren Wollte ich natürlich gerade die Leute, die sich sagen, das ja. überlegt haben, dieses ganze Voting-System, aber er ist natürlich der es abkriegt, so. Und das hat genau diesen Eindruck verstärkt, den ich immer schon hatte, dass er halt so der Olaf ist einfach. Ich meine, der ist jetzt auch nicht der traditionelle Moderator, finde ich. Der sieht nicht gut aus, der ist nicht besonders eloquent oder so. Der ist halt schon irgendwie ein netter, niedlicher Typ irgendwie. Aber ne, der ist jetzt nicht. Aber er ist halt Wenn sehr man an sympathisch. Moderator denkt, denkt man nicht an einen Elten-Typ so. Aber er ist halt sehr sympathisch. Und ich finde schon die Tatsache witzig, dass er nicht mal Nachnamen hat, ne? Wie so Jörg Pilawa und Günther Ja. Jauch und so und Birgit Schrowange, ne? Das waren ja alles so Namen, so, die irgendwie auch einen Klang haben. Und die Ja. sehen auch so aus mit schicken Frisuren und so und haben schicke Anzüge an. Und Elton war halt so ein Nachbar irgendwie, ne? Der hieß nur Elton, so Spitzname und so. Aber ich finde, er hat trotzdem eine gewisse Ausstrahlung. Ja, also ich will ihn gar nicht runterreden, nur er ist jetzt nicht der traditionelle Moderator-Typ. Aber er wäre für mich ein Wetten-dass-Nachfolger gewesen. Ich weiß Okay. noch, dass damals Stefan Raab irgendwie so eine Initiative gestartet hat, nachdem Gottschalk aufgehört hat. Elton vor Wetten-dass. Und das hätte ich ihm zugetraut. Im ersten Moment denkst du vielleicht, nee.
Und dann denkst du mal drüber nach und stellst dir echt mal Elton vor, auf dieser Bühne, wie er da rauskommt und mal mit dem Promis shakert. Das wäre cool mal, gewesen. War das nicht mal so, dass der nicht wirklich Englisch spricht oder so? Muss er ja auch nicht. Na doch, bei Wetten, das sind doch ständig irgendwelche internationalen. Ja, aber die wird doch immer hier über Knopf im Ohr, so, wenn die doch immer da interviewt und so. Ja, gut. Er hätte es gerettet. Also Markus Lanz hat es ja völlig vor die Wand gefahren. Ich fand es auch überhaupt nicht gut. Er ist halt einfach mehr so der Talkshow-Typ und nicht der Wetten, das-Typ für Unterhaltung, aber Elton hätte das gerettet. Und deswegen finde ich es sehr schade für Elton, dass er da jetzt raus ist und jetzt nur noch bei RTL ist. Ich glaube, ist auch nicht geil irgendwie, wenn du halt so 23 Jahre für einen Sender arbeitest, dann wegen so einer Kleinigkeit, weil er halt jetzt doch zu untriebig ist, da jetzt irgendwie rausfliegt. Du weißt natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert. Vielleicht ist der privat ein richtiger Schweinehund. Nee, also er hat zumindest selbst geschrieben, irgendwie, dass den ProSieben so viel war, dass er eben auch noch so viel bei RTL moderiert. Obwohl er die Shows, die er bei RTL macht, erst ProSieben angeboten hatte. Das hat ja so einen Hintergrund, dass die auch Produktionsfirmen haben und dann erstellen die Showkonzepte und verkaufen die an Fernsehsender und so. Und offenbar hat ProSieben nicht zugeschlagen oder wollten das nicht kaufen. Und hat RTL das eben gekauft und deswegen ist er halt da gelandet mit den beiden Shows. Ich glaube, die heißen, hat auch irgendwo hier stehen, Schlag den Besten. Ich kippe mir jetzt ein paar Bierchen rein, schreibt an seinem Statement. Ja, ist alles sehr emotionalisiert, nicht so souverän, wie er jetzt hier umgeht. Aber trotzdem verstehe ich seine Wut und ich bin Team Elton. Na gut, bis wir erfahren, dass Elton bei Till Lindemann in der Dunkelkammer unter der Sackbox gesessen hat. Oder eine eigene Sackbox hatte. Ja, man weiß es nicht. Was auf jeden Fall auch sackt, ist ein Trend in der Videospielindustrie. Da kannst du vielleicht wieder nicht ganz so relaten, aber stell dir mal vor, dein City Skylines, was du immer zockst. Ja. Das spielst du ja wahrscheinlich offline. Ja. Aber es gibt viele Spiele, die trotzdem eine Online-Anbindung brauchen. Ich weiß nicht, ob das dazugehört. Einfach nur dumm, sage ich dazu. Genau. Dumm. Und so wurde jetzt zum Beispiel auch The Crew komplett abgeschaltet, obwohl das Spiel gerade mal 10 Jahre alt ist. Siehst du dieses Online-Spiel da vorne? Dumm. Dumm. Mhm. Ja. Ist so. Sorry, jetzt hier weiter. Ist halt wirklich so. Also The Crew hat die Server abgeschaltet bekommen. Das heißt, diese Singleplayer-Erfahrung kann man nicht mehr spielen. Und das kommt von einer Firma, die auch gesagt hat, Players should get comfortable with not owning our games. Und das ist halt ein Trend, ne? So sehr, wie ich sage, Retro-Hipster. Das stimmt schon. Also, ne, ich habe hier meine ganzen Spiele stehen. Ich kann die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zocken, wie ich lustig bin. Bis die CDs irgendwann nicht mehr das abspielen können. Ja, das ist, ne, auch ein Ding. Aber das trotzdem ist nicht das Gleiche. Mhm. Also physisch gehört mir dieses Spiel. Und da ist es nicht so. Und das ist jetzt wahrscheinlich sogar als Reaktion entstanden, weil es eine Website gab, stopkillinggames.com. Die sich genau damit auseinandersetzt, dass das eben aufhören soll. Weil Spiele sind ja trotzdem Kunst, auch wenn das viele vielleicht noch nicht einsehen wollen. Das ist eine Mischform halt, ne? Naja, da stehen ja trotzdem Designer dahinter und Storywriter, so, weißt du? Und da ist auch ein Designer dahinter, hinter Antje Tillmanns Wahlplakat. Aber ja, das ist ja nicht gleich Kunst. Ich finde, ich gehe mit, dass bei Videospielen viel Kunst dabei ist und man kann es auch so ein bisschen so betrachten, aber ich sehe es eher als Mischform. Du bist ein Hater. Jetzt stell dir mal vor, okay, du hast dein Herzblut in die Geschichte von einem Videospiel reingepumpt, so. Und dann sagt irgendwann der Publisher, nee, Server sind aus, und dann kann dein Spiel, wo du das reingepumpt hast, niemand mehr spielen. Never ever again. Und das ist scheiße. Das gibt's wirklich, ja. Das Spiele, du kaufst die und die sind das einfach nicht mehr existent. Das ist ein Trend, das passiert halt noch nicht bei so vielen, weil die Server noch laufen, aber es gibt immer mehr Spiele, die halt diesen Online-Zwang haben. Weil die Leute zum Beispiel dann an die Publisher gebunden sind und musst dann irgend so eine private App, so eine EA-App gibt es ja auch, weißt du, musst du die halt runterladen, um so ein Spiel zocken zu können. Das hatte ich zuletzt bei, ich glaube, Mirror's Edge oder so. Ich weiß nicht, ob das dann auch nicht mehr spielbar wäre, wenn die abschalten würden. Und das ist halt kein guter Trend. Und deswegen gibt es halt diese Initiative Stop Killing Games, das habe ich hiermit zumindest mal erwähnt, wenn es euch interessiert. Finde ich aber auch blöd. Wir können auch einfach auch eine Offline-Variante schaffen. Ja, aber das gibt ja kein Geld. Das ist wieder Kapitalismus im Endstadium, Tino. Ach so, ja, schwierig. Finde ich nicht gut. Bin ich dagegen. Kapitalismus, findest du nicht gut? Ja, bin ich dagegen. Ja, Kapitalismus findet dafür die Ressourcen der Erde richtig geil. Ich habe diese Woche mich ein bisschen beschäftigt. Wir sind ja in einem besonders warmen Jahr. Die 100. Millionste Überschrift mit der Untertitelung
schneller als erwartet, ja, im Zusammenhang mit Klimakrise, habe ich gelesen. Und da habe ich mir das erstmal reingelesen in dieses ganze Aerosolphänomen, weil es ist ja so, dass quasi wir durch unsere weltweite Industrie natürlich den Planeten ficken, aber dadurch, dass die aktiv läuft und Aerosole ausstößt, wird die Erde auch gekühlt. Das heißt, wenn jetzt irgendein Event passieren würde, noch schlimmer als Corona oder so, und von heute auf morgen alles stilllegen würde, ja, dann würden diese Aerosole innerhalb weniger Tage schon abgebaut und der Planet würde sich um 0,7 Grad erhitzen. Das heißt, wenn wir irgendwann bei 3 Grad angekommen sind und plötzlich funktioniert das nicht mehr, dann sind wir automatisch schon bei 3,7. Oh. Das ist auf jeden Fall interessant, aber im Zuge dessen, was übrigens eine Phrase ist, die ich ja sehr oft sage, die ich in meinem Alltag nie verwende, habe ich mich dann unter anderem mit Aerosolinjektion beschäftigt, weil das ist einer der ganz vorderen Pläne, da noch irgendwas reißen zu können, indem man in die Erdatmosphäre künstlich Aerosol reinpumpt. Mhm. So, das ist noch nicht so 100% safe und man weiß nicht genau und so, aber das ist so einer der Pläne, um die Sonnenstrahlung noch abzufangen quasi, um den Planeten wieder runterzukühlen. Aber ist auch eher eine nette Theorie aktuell noch. Was war jetzt die Phrase, die du öfter hier erwähnst? Im Zuge dessen. Ach, im Zuge dessen, okay. Das sage ich nie in meinem Alltag und es fällt mir auf, dass ich das im Podcast... Oh, sage ich Dinge im Podcast, die ich privat wenig erzähle, weiß ich nicht. Liebe Leute, wahrscheinlich, wenn wir so Spieleabend machen. Liebe Leute, ich werde jetzt gehen. Weiß ich nicht. Was auch geht, ist das langweilige Namensrecht in Deutschland. Denn ich bin ja immer für euch so ein bisschen derjenige, der auch mal guckt, welche Gesetze gerade erlassen worden sind und was es für Abstimmungen im Bundestag gab. Ja, was viele nicht wussten, ein Zweitname ist ja Xylophon. Von mir? Ja. Das stimmt. Ja. Das ist richtig. Danke fürs Outing. Und zwar ab dem 1. Mai 2025, also dann in einem Jahr quasi, dürfen Ehepaare zum ersten Mal gemeinsam einen Doppelnamen tragen, was ich auch lange Zeit nicht wusste, ne? Dass wenn zwei heiraten, dass nur einer von beiden einen Doppelnamen haben darf. Also würden wir jetzt heiraten, müssten wir uns quasi ausknobeln, wenn wir das wollten, dass du dann quasi Robin Noster Ranacher heißt und ich muss aber Tino Ranacher oder Tino Noster sein. Ich darf nicht doppelt sein. Und bei den Kindern ist auch nochmal irgendwie ganz, ganz schwierig. Ja, bleibt nur zu hoffen, dass nicht irgendwo eine Agatha Hitler rumeiert, die dann einen Julius Heil heiratet. Das wäre natürlich sehr schade. Das ist die Frage. Ich habe schon lange mal vor, im Standesamt anzurufen, um mal so ein paar Kombinationen auszutesten, um mal zu fragen, ja, ich heiße Ficker mit Nachnamen, mein Partner heißt Kinder. Wie ist denn das mit Doppelnamen jetzt so, ne? Wäre interessant, weil es beides ja auch echte Namen sind. Dann, Doppelnamen bekommt auch das Kind ab sofort. Außer die Eltern legen keinen Geburtsnamen fest. Aber Doppelnamen kriegen die ja schon seit Jahren, Jeremy Pascal. Ja, Vornamen, ne? Genau. Denn volljährige Kinder dürfen entscheiden, wessen Nachnamen sie führen wollen. Ist auch cool. Und auch Scheidungs- und Stiefkinder können vom Nachnamen des Elternteils zu dem des anderen Elternteils wechseln. Jederzeit? Also ist das so immer so, heute mal so, heute mal so? Das Geschlecht kannst du bald so wechseln. Dazu komme ich gleich. Aber Name noch nicht. Name ist dann wahrscheinlich irgendwie etwas fester. Und ich finde das richtig geil. Mir fehlen noch zwei Dinge. Das finde ich schon mal ganz geil, aber liebe FDP, ich weiß, dass ihr dafür so ein bisschen verantwortlich seid und es immer blockiert. Einmal hätte ich ganz gerne, dass man sich Namen ausdenken darf, wenn man heiratet, weil du musst ja eh alle Papiere neu machen. Wieso nicht mal aus... Stammbaumkiller ist das dann. Ja, von mir aus. Nee, nicht mal, also vielleicht nur von den Namen her, aber ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Frau Müller und Frau Schmidt heiraten wollen, warum nicht, wenn die beide sagen, oh, wir haben so langweilige Namen, lass uns doch einfach Mac Stark nennen oder so. Dass wir jetzt einfach... Ich bin jetzt Sibylle Meckstark. Ja, früher war das ja auch so, dass der Nachname eher aus der Profession herauskam. Weißt du, und wenn du dann halt irgendwie professioneller Pornobumser wirst, dann heißt du dann halt einfach Tino Pornobumser. Ja, ist so. Und das sollte man wieder einführen, oder? Oder auch so Länder, wo quasi der Vorname des Vaters dann zum Nachnamen wird, ne? Wie Robertson und so und Davidson. Auch witzig. Und das Letzte, was ich mir wünschen würde, sind Kombinationen, was... mit dem vorigen Wunsch quasi einhergeht, aber es ist wohl auch schon in Planung gewesen, dass man Namen verschmelzen kann, was wohl auch den Vorteil hat, dass Namen wieder quasi eine neue Varianz entwickeln, ne? Weil sich ja viele Namen jetzt auch häufen und so. Und so kann man irgendwie neue Varianzen, neue Nachnamen erfinden. Wie jetzt in unserem Fall vielleicht Ranoster oder Noster nachher oder keine Ahnung, ne? Dass du es kombinieren kannst. Das war auch mal im Gespräch. Ist nicht passiert. Ja. Und eins noch, will ich euch noch aktuell halten, etwas, was schon lange ersehnt worden ist, nämlich das Transsexuellengesetz wurde endlich abgeschafft und jetzt gibt es das Selbstbestimmungsgesetz, was natürlich CDU und AfD verteufeln, aber ab sofort ermöglicht es trans-, inter- und nicht-binären Personen
den eigenen Geschlechtseintrag leichter ändern zu lassen. Das war ja früher mit einem Aufwand verbunden, mit irgendwie psychiatrischen Gutachten und du musstest auch irgendwie ganz furchtbare Fragen beantworten und körperliche Veränderungen machen. Wie geht deine Hose auf? Nee, aber wie du masturbierst zum Beispiel, wirst du da gefragt. Und für diese Änderungen reicht aber jetzt eine einfache Erklärung beim Standesamt. Ich stecke mir einen Stift in die Eichel. Ja, du kannst da beantworten, was sie da draus machen, weiß ich nicht. Es gibt eine Sperrfrist, also eine erneute Änderung ist erst nach einem Jahr möglich. Das heißt, du kannst quasi doch irgendwie so ein Hopping betreiben. Es gibt keine Beratungspflicht für Minderjährige. Ab dem 14. Geburtstag kann eine Erklärung selbst abgegeben werden. Dafür ist die Zustimmung der Sorgeberechtigten nötig. So, also es ist ganz cool eigentlich. Es ist noch nicht alles, also man kann noch mehr dran schrauben. Aber ich finde das völlig in Ordnung, finde das gut. Ist meine Meinung. Ja. Geht in die richtige Richtung zumindest. Ja, ich weiß nicht, ob eine Sache in die richtige Richtung geht, und zwar Jack White, der ja eigentlich so, ja, wahrscheinlich schon mein favorite musician of all time ist. Nicht fahr in Urlaub? Nee, also der ist ja kein Herzblutmusiker mehr. Komm, der hat seine Gitarren schon verkauft gehabt, ist der bescheuert. Das ändert ja nichts. Ja, und also bei fahr in Urlaub, ne? Ich merke das ja jetzt, ich bin ja jetzt KI-Künstler. Ja. Und wenn ich KI-Lieder schreibe, schreibe ich die auf jeden Fall im Farin-Urlaub-Style. So, ich schreibe die schnell runter und fertig ist der Lack, so ungefähr. Mhm. Und ich merke halt aber, je mehr ich selber schreibe, desto mehr ist das einfach nicht gut, das so zu machen. Mhm. Also, ich will es jetzt auch gar nicht zu groß machen, wir sind ja nicht der Ärzte-Podcast, aber viele Ärzte-Songs aus Farins Feder hätten 2-3 Textänderungen gebrauchen können. Absolut. Und wären dann sehr viel geiler gewesen. Und bei ihm ist es aber so, das hat er ja auch in Interviews schon ganz oft gesagt, ja, der hat dann einmal so das und dann schreibt das runter und dann ist es fertig so. Mhm. Aber ja, Mann, Alter, gerade auf den zwei neuen Alben ist mir das hin und wieder schon aufgefallen. Aber ja, wie dem auch sei. Ne? Bei KI-Liedern ist mir das halt auch nicht so wichtig, aber meine Texte sind trotzdem besser als alles, was Deutschland sonst zu bieten hat, also hört euch das an. Ich wollte sagen, Jack White, der hat ein Foto gepostet, was ich kurz vorher auf Reddit gesehen habe, also vermutlich war der auch auf Reddit, und zwar von Mount Rushmore, natürlich ein ganz wichtiges Wahrzeichen aus den Vereinigten Staaten. 4 Präsidenten sind dort abgebildet, man kennt es ja. Und er hat dieses Bild gerepostet und hat den Rubble unten drunter umkreist. Und tatsächlich sind da einfach die aus dem Berg gehauenen Überreste auf den Berg runtergetropft sozusagen und dort einfach liegen gelassen worden. Der Berg wurde eh von den Ureinwohnern dort einfach geklaut und dann quasi nicht aufgeräumt. Aber ich habe das mir angeguckt und habe wirklich auch viele Kommentare gelesen und dachte so, meint er das jetzt ernst? Und es ist auch ganz komisch, weil er unter jedem Kommentar schreibt er nope, nope, nope. Hier schreibt er aus Versehen mal was anderes. Nope, nope, nope. Also es wirkt so ein bisschen wie Getrolle, aber auch nicht, weil es ist schon legitim, das zu kritisieren, dass die einfach ihren Müll da irgendwie Jahrhunderte quasi liegen lassen. So. Wollte ich gerade sagen, es ist doch kein neues Ding, dass da Schutt liegt. Da unten. Nee, das ist nicht neu, aber er macht halt da irgendwie in dem Moment aufmerksam und Leute schreiben auch drunter, ja, haben wir nicht irgendwie 1000 andere Probleme? Nope. So. Ja, das ist nie ein Argument für irgendwas. Ich weiß, aber es ist trotzdem irgendwie eigenartig, sage ich mal. Das ist nie abgetragen worden, ne? Ja, aber es ist ja trotzdem einfach nur der Berg, der da liegt. Ja. So. Ja. Ich verstehe das voll, dass das voll asozial ist für die Ureinwohner und alles, ne? Aber es ist ja nur quasi von oben Geröll genommen nach unten hin. Und da überlege ich mir aber, warum machen die nicht einfach da einen Stand auf, da sitzt dann ein so ein Typ, Mindestlohnarbeiter schön, und der gibt den Touristen so einen Stein in die Hand für $5, ja. Und die dürfen ein Stück Mount Rushmore abtragen, und dann ist das sauber in einem Monat. Dann könnt ihr ihre Mauer finanzieren, die sie ja vorhaben. Auch das, ja. Für alle, die es nicht wissen, Mount Rushmore ist quasi so ein Berg, wo die Köpfe der vier, weiß nicht, Präsidenten, der ersten vier Präsidenten eingemeißelt sind oder so. Und es gilt auch so ein bisschen als wie soll ich das sagen, als Schablone, um in irgendeinem Bereich die wichtigsten Menschen zu benennen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dich fragen würde, Robin, wer ist denn dein Mount Rushmore von Twitch oder so, oder Mount Rushmore des Skatens, dann sagst du mir halt für dich die vier wichtigsten Personen, die man quasi in den Mount Rushmore des Skatens reinhämmern würde. Ja, aber der Mount Rushmore hat noch den witzigen Fun-Fact, dass die nicht fertig geworden sind. Man sieht das hier aus dieser Perspektive sehr gut, das sollte eigentlich so eine Büste werden, aber das Geld war dann alle.
Das sollten gar nicht nur die Gesichter sein. Es sollte schon quasi bis zum Nippel runter ausgestaltet sein. Aber es war dann halt einfach abgebrochen und deswegen liegt der Müll da unten halt auch. Ach so. Ja. Dumm gelaufen. Aber ich kann es immer noch nicht. Ich will halt, ne, das ist jetzt mein Till Lindemann-Moment so ein bisschen. Hm. Ist der gerade am Durchdrehen? Ja, ist genau, ist das, genau ist so schlimm, dass man irgendwie dutzende Frauen irgendwie missbraucht oder halt irgendwie Steine liegen lässt. Beim Mount Rushmore ist das gleiche eigentlich. Ja. Nein, das kritisiert, dass Leute Steine liegen lassen haben. Oder so, ja, genau. Ja, er ist halt einfach in den Kommentaren so ein bisschen weird. Aber vielleicht. Aber ganz kurz zu Lindemann, ich habe eine Person kennengelernt, deren beste Freundin wohl auch Betroffene ist, mehr oder weniger von Lindemann. Und es ist für mich spannend, es aus der Perspektive zu hören, jetzt mal von Leuten, die man greifen kann. Ne? Also sonst sind das alles nur Geschichten. Der hat die auch begriffen. Ich glaube, sie persönlich nicht. Also, ach so. Ich glaube, sie war nur auf einer der Partys, die halt so weird waren. Hm. Also ich will es gar nicht, die Story erzählen, weil ich weiß, ob das okay ist. Aber ich habe jetzt mir erstmal eine Geschichte gehört von einer, die halt eine kennt, so sehr gut und glaubhaft auch, die auf so einer Party war und die halt so ein bisschen auch bestätigt, was erzählt worden ist. Ne? Und es ist dann schon irgendwie, es macht es wieder greifbarer und realistischer. Und ja, fand ich spannend auf jeden Fall, das Ereignis. Ja, die Woche an sich war aber nicht so spannend, oder? Ach doch, in Polen gab es doch eine große Änderung. Nämlich wurde 2020 das Schwangerschaftsabtreibungsgesetz verschärft. Es wurde ja richtig verboten. Und jetzt gibt es eine neue Regierung. Der Regierungschef Tusk will Abbrüche bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlauben. Woran das wohl liegt? Ich finde, der sollte das bis zum 9. Monat erlauben. Sollten alle Frauen permanent, nee, nicht nur Frauen, es tut mir leid, ist wieder sexistisch, alle Menschen. Nee, transphob. Nee, alle sterilisieren direkt, damit es gar keine Kinder mehr gibt. Ja. Und Polen hat ja bisher die strengsten Regeln Europas für Abtreibungen. Und man sagt ja, Schwangerschaftsabbrüche ist eigentlich der korrektere Begriff, der ein bisschen schöner klingt oder angenehmer klingt. Und ich habe mich fast gefragt, was kann denn der Grund sein dafür, dass sie jetzt so, sie so umschwenken? Vielleicht gab es irgendeinen wichtigen Mann, der halt eine junge Frau geschwängert hat, die nicht seine Frau war und er jetzt irgendwie halt eine Abtreibung wollte und die halt nicht bekommen hat, weil es verboten ist und die jetzt gemerkt haben, oh, kann ja auch uns mal betreffen, uns reiche Fatzken und reichen Leute. Vielleicht sollte man mal was dagegen tun. Ja. Ist eine Vermutung meinerseits. Maybe. Aber Polen, da ist jetzt quasi der große Fortschritt zu suchen, ja? Dann sind wir lange nicht rein invaded. Ja, es gibt jetzt einen kleinen Fortschritt. Müssen die mal wieder ein bisschen zurückwerfen. Wer auch zurückgeworfen worden ist in den Tod, ist nämlich eine Influencerin namens Danielle Akoya. Das ist ein bisschen widersprüchlich, diese Schlagzeile von k.at. Die schreiben, sie wurde verhaftet und hat sich umgebracht am Ende ihres Mordes, was da dumm ist. Weil am Ende ihres Mordes. Ja, sie schreiben halt, Influencerin verhaftet, obwohl die gestorben ist währenddessen. Also die haben sich vertippt oder so, weiß ich nicht, ganz komisch. Hat sie auch eine E-Mail geschrieben, was sie damit meinen. Bei der Verhaftung hat die zufällig 96 Schüsse in sich reinbekommen. Nee, sie ist gestorben. Also jetzt hier kurz die Geschichte. Und zwar ist sie eine Astrologie-Influencerin, also richtig so mit Spiritualität und Sternzeichen. Das ist schon alleine ein Wort, was nicht existieren sollte, Alter. Ja, Astrologie-Influencerin. Und sie war so invested, dass sie durch die Sonnenfinsternis ein böses Zeichen gesehen hat, dass die Energie sich ändert auf der Welt und dass jetzt Menschen aufpassen sollen. Hat ihren Mann ermordet, ist dann mit den beiden Kindern in ein Auto gefahren, hat das Baby aus dem Auto rausgeschmissen, was gestorben ist, ihre, weiß nicht, 9-jährige Tochter oder so rausgeworfen, die überlebt hat. Danach ist sie halt selber von der Wand gefahren oder vom Baum, irgendwie ist sie halt davor gefahren, ist halt dabei gestorben. Einfach aus Panik vor dieser Sonnenfinsternis, weil die so in dieses Thema investiert waren, dieses Hole gefallen ist, dass sie dachte, die Apokalypse kommt jetzt bald und es braucht Menschenopfer, um das aufzuhalten. Wahrscheinlich hat sie deswegen auch diese Sachen getan. Mhm. Ganz, ganz furchtbar, traurig, tragisch und wenigstens hat die eine Tochter überlebt. Hm. Was aber, und die es auch bezeugt hat schon, was passiert ist, ne? Und also grausam sowas zu erleben. Crazy. Das noch ganz kurz. Das war ja wieder der kleine C in Amerika. Ja, muss man sagen. Only US things. Aber ja, wurde ich gerade heute angesprochen von Leuten, die ich von früher kenne. Ganz schön. Ricky zum Beispiel kennst du. Ja, kenne ich. Und da ging es nämlich auch darum, dass ich eigentlich, bis ich 18 war oder so in dem Dreh, echt gerne nach Amiland gegangen wäre. Weil ja. So, ne, das ist ja völlig von der Kultur eingenommen. MTV und Skaten und so und die ganzen Videospiele und cool. Aber irgendwie ist das dann gestorben und
Also ich habe ja trotzdem Interesse an Amiland, aber ich will da überhaupt nicht hin. Da ist so richtig entzaubert, weißt du? Naja, also Dieses. mal hinfliegen würde ich schon ganz gerne mal, ne? Irgendwie mal für ein paar Wochen da sein, Ja, finde ich aber schon interessant. ja, du kriegst ja nur diesen gefilterten Glamour. Also wenn du dann nach L.A. gehst, ist das halt nicht cool Hollywood. Da gibt es dann Das will ich die auch gar Skid nicht. Row, wo dann irgendwie tausende Obdachlose in der Gosse leben auf offener Straße. Das will ich gar nicht. Mir geht es so ein bisschen doch um diese so Urban Culture, ne? So ein bisschen nur die Bars besuchen, Stand-up-Comedy besuchen und so. Und mal diese Atmosphäre einsaugen. Ich weiß, dass USA Ja, nicht aber glamourös das sind. meine ich halt mit Atmosphäre. Das, was mich daran stört. Also klar ist das natürlich jetzt auch ein bisschen wieder in die andere Richtung. Aber ich spiele GTA San Andreas, sehe da San Fierro und denke, oh geil, da wäre ich gerne. Und dann gehst du dahin und dann ist die Stadt aber, also ich war natürlich noch nicht da, aber du siehst es halt, dass es einfach da schmutzig ist, dass da übelst viel Armut ist auf der einen Es Seite, dann stinkt natürlich überall übelste in New York und Schnösel. so, ja klar, So, ja. und da, also gut, der Gestank wäre jetzt für mich nicht das Ja, Ding, gut, aber ja. das ist dann irgendwie so. Weiß ich nicht, da geht. Ich würde jetzt nicht Nein sagen, wenn ich da wäre, ja, aber ich habe überhaupt gar keinen Drive, Aber wenn da du dann schon irgendwo zu da wärst, sein. würdest du auch nicht mal Nein sagen. Nee. Wenn du quasi geschliffen wirst ins Ja. Flugzeug, würdest du sagen, nein, nein, nein. Und wenn du dann da bist, hättest du auch nicht mal Nein. Ja, Jetzt ist naja, es klar. gelaufen. Ich würde es mitnehmen als Erfahrung, aber ich habe halt keinen Drive, da mich in irgendeiner Form hinzubewegen. So, das ist das Das geht Ding. mit Russland ein bisschen so. Tch, ja, gut. Da habe ich nicht so Bock drauf. Na Nicht gut. so richtig. Was gibt man der Woche? Ist was? Ist viel Ah, passiert? nee, also ich gebe, glaube ich, nur eine 2 wegen den zwei Höckes-Vogts. Ja, das war schon ein großes Das Ding, das war, glaube ich, stimmt. so das Größte. Es sind grausame Sachen passiert, ne? Mit dem armen schwarzen jungen Mann, der in Chicago, der erschossen worden ist. Aber das gehört ja zum guten Ton in Chicago. Leider ja. Das ist doch einfach nur West Side Story, was da nachgespielt wurde. Elton fand ich noch ganz interessant irgendwie. Das war so ein Ja, da bisschen können wir auf spannend. 2,5 gehen. Das ist Ja. Elton-Ding, das hatte ich irgendwie gelesen und mir vergessen aufzuschreiben, weil ich es halt in dem Moment nicht lesen konnte. Aber dass der gegangen wurde, wie Leute sagen, die komisch reden, dann finde ich das gut. Ich finde auch mit O.J. Simpson stirbt irgendwie auch ein großer Name, ne? Der irgendwie zur Ja, Weltgeschichte gehört, ne? Hitler, Fritzl, O.J. Simpson. Ja, Das ja. ist wirklich die großen drei. Und jetzt diese ganzen neuen Abstimmungen hier, Namensrecht und so und Selbstbestimmungsgesetz. Also das sind Sachen, Ja. die zähle ich nicht rein, weil die jetzt nicht wirklich viral sind, die ich aber ganz gerne einbaue, einfach für euch, damit ihr halt einfach ein bisschen, damit ihr nicht dumm sterbt, wenn ihr morgen tot umgefahren werdet, ne? Ja. Das ist ein bisschen unsere Aufgabe. 2,5 gehe ich mit. Sehr gut, dann machen wir das so. Und Google Pixel, Alter, macht so geile Fotos. Ich habe noch nie ohne Scheiß, weil der ein Foto Ach zeigt. so, Fallout-Serie ist natürlich an den Start gegangen. Ja, das dürfen wir ja nicht untergraben. Die Fallout-Serie, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe, aber in der nächsten Ausgabe werde ich sie dann gesehen Der haben. Mond, guck mal, ich Das habe sieht noch schon nie so ein ganz geiles schön aus. Ja, Foto gemacht vom Mond, Alter. aber also das ist, also es liegt nicht jetzt unbedingt am Google Pixel. Ne? Also ein gleich neues Samsung oder iPhone macht auch gute Fotos. Ich kann jetzt auch KI-Fotos machen mit Snapchat. Geil, ne? Naja, okay. Playlist, Robin, hast du einen Song für die Playlist? Jetzt übergeht dir einfach das Fallout Ach, hier. tut mir leid, ich habe nicht richtig Weißt zugehört. Ich mache ganz kurz raus. War Fallout, das ist halt abgelenkt. wirklich so, also so Populärmedium, das Nummer 1 Thema der Woche. Und der Trailer zu Joker, da müssen wir eigentlich auch noch mal kurz drüber reden, Ich habe Alter. auch was gelesen davon, dass Joker bisexuell sein soll, hat der Regisseur irgendwie erzählt. Ist mir scheißegal, kann er machen, wie er will, Das aber war ja wieder so ein Riesending für die Leute, er weißt steht auf Harley Quinn, das ist alles, was entscheidend ist. Der Trailer hat alle Rekorde wieder gebrochen, ging richtig durch die Decke. Lady Gaga spielt ja Harley Quinn und es wird so halb ein du? Musical. Also, ich hasse Geil. Musicals, du liebst sie, Ich liebe aber bei sie. dem, Wenn sie so gut gemacht sind. ich weiß gar nicht, ich würde jetzt blind Todd Howard sagen, hat glaube ich den ersten gemacht und macht den auch wieder. Ich gucke gleich mal, aber da bin ich vorsichtig drauf gespannt, dass mir das gefallen wird, auch wenn die rumsingen. Ich hoffe, es gibt ein bisschen mehr Joker diesmal, weil das letzte Mal war ja, der letzte Film war ja mehr so Origin-Story und es dauert eigentlich drei Viertel des Films, bevor der Joker wirklich da ist. Ja. Und der Film war trotzdem geil. Der war super. Und deswegen bin ich da gespannt. Der Trailer ist auch sehr, sehr geil, weil der nämlich nichts verrät. Das ist wirklich nur so Stimmung, Anteasern und so. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ja, Fallout ist als Serie an den Start gegangen, diesmal als ganze Serie und nicht, oh ja, hier mal wöchentlich. Das ist das Absurdeste, ne? Da haben wir jetzt Video on Demand und sagen dann trotzdem, du kriegst jetzt hier irgendwie einmal die Woche so eine Stunde. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich werde sie auf jeden Fall sehen. Sie kriegt gute Kritiken und unterm Strich ist es schön, dass Videospiele ernst genommen werden und das mit The Last of Us zum Beispiel, ne? Und anderen Sachen. The Witcher war ja, glaube ich, in der ersten Staffel auch sehr geil, wobei mich das null interessiert. Sorry. Ja.
Kann ich dann nächste Woche mehr zu sagen. Auch einen kurzen Tipp, und zwar habe ich es schon erzählt, ich war im Kino bei Zone of Interest. Ah ja. Also die Zone von Interesse. Ich glaube, habe ich gerade Todd Howard gesagt, Alter. Ich habe nur erzählt, dass ich gehe dir, ne, als ich dann gegangen bin oder so, nach dem Podcast aufnehmen. Ja. Film kann ich sehr empfehlen. Zone of Interest, da geht's halt. Es ist der erste Holocaust-Film, wo es aus der Perspektive der Täter geht. Und es ist wie eine Art Nazi-Big Brother. Ne? Also du hast halt keine Kamerafahrten, sondern die Kameras sind so fast immer fest in dem Haus verankert und so in den Szenen, wo die sind, und du beobachtest diese Familie Höss halt bei ihrem Alltag, ne? Und Höss war halt der Kommandant von KZ Auschwitz, und der wohnte auch direkt an der Mauer, also direkt daneben quasi. Ja. Und du hörst halt Schreie im Hintergrund manchmal und wie so ein Dampflok anfährt und so, und Schüsse, solche Geschichten. Du siehst die Opfer nicht, aber bekommst du dieses geniale Sounddesign, der mir auch einen Oscar gewonnen dafür. Durch das Sounddesign bekommst du trotzdem einen Eindruck von dieser Grausamkeit, ne? Und das größte Drama in der Geschichte ist, dass halt der Vater Höss versetzt werden soll nach Oranienburg ins KZ, ne? Und die Familie daran zerbrechen könnte, weil die Frau da leben bleiben will, in dem schönen Haus, was sie aufgebaut haben. Also geht diesen Film rein, solange er noch im Kino ist. Sounddesign richtig geil, bedrückende Stimmung, aber es ist unfassbar spannend trotzdem, und es ist eindrucksvoll und zeigt aber auch, dass die Nazis nicht gewonnen haben und dass die Menschen noch da sind, die sie so verhasst haben und so. Zone of Interest im Kino. Mhm. Hast du einen Song für die Playlist? Ich wünschte, ich könnte jetzt meinen eigenen hier bereits nennen, aber das kann ich, glaube ich, noch nicht. Ich kann ja mal ganz kurz gucken hier. Robin Osterafu. Nee, das müsste so ein pinkes Hintergrund. Nee, das ist jetzt sehr schade, ne? Ja. Ja, dann muss ich noch kurz überlegen. Ich wollte noch sagen, ich weiß nicht, achso, ich habe eben Todd Howard gesagt, das war ein richtiger Brainfart. Ich meine natürlich Todd Phillips, den Filmregisseur, und nicht den Spieledesigner Todd Howard von Bethesda. Genau. Todd Phillips hat den ersten gemacht, macht den zweiten auch, und da habe ich Vertrauen. Und Joker, let's go. Sehr gut, freue mich auch drauf. Ja. Muss noch überlegen, weil ich kann auch anfangen. Dann fang mal an. Ja, ich hätte eigentlich viele Songs die Woche, die ich kennengelernt habe. Ich würde einmal eine Empfehlung aussprechen für die Band Donata. Die kommen aus Erfurt. Die Frontfrau sitzt im Landtag für die Linke, und ich mag sie sehr gerne. Und die haben jetzt ihren ersten Song erst am Mai rausgebracht. Das tue ich aber nicht in die Playlist. Vielleicht mache ich das nächste Woche, hole ich es noch nach. Dann noch Drake Bell hat seine Vergangenheit aufgearbeitet in dem Song I Kind of Relate, wo er auch seine eigenen Übergriffe erzählt, die er halt gemacht oder diesen Fall gemacht hatte. Er erzählt über seine Scheidung und seinen Autounfall, den er hatte, und auch wie er selber irgendwie missbraucht worden ist, was auch im Video so ein bisschen andeutet, also richtig krass gemacht, I Can Relate von Drake Bell. Aber ich tue in die Playlist einen Song, der sehr umstritten gerade ist, von der Antilopen-Gang, nämlich Oktober in Europa. Ach, siehst du, das war ja auch die Woche. Genau, das ist ein... Da in deiner Bubble wird sich da wieder gegenseitig zerfressen, ne? Der Song ist nämlich sehr kritisch gegenüber der linken, Antifa-Szene, die sich in dem Thema Israel und so ganz seltsam verhält, widersprüchlich verhält und so. Und sie decken so ein bisschen den Antisemitismus von links auf und sind auch sehr selbstkritisch ihrer eigenen Szene gegenüber. Und der Song ist echt Gänsehaut. Die letzte Zeile, die Danger Dan dann singt, hat mich echt umgehauen. Hört rein, Oktober in Europa, Antilopengang. Ja. Sehr ernst, aber sehr schön auch. Finde das gut, finde das unterm Strich gut, aber der geht halt auch wieder so 100% in eine andere Richtung, was dann auch wieder irgendwie alle in einen Topf wirft. So. Also man kann Israel-Politik scheiße finden und Juden lieben. So. Sagen sie auch nicht, ja. Ne? Also darum geht es überhaupt nicht. Natürlich, das sehe ich ja ganz genauso. Es sind auch die Menschen so in meinem Freundeskreis, die betroffen sind von Antisemitismus. Sie sagen ja auch, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Existenzrecht von Israel abzuerkennen, was ich problematisch sehe, oder eben die Regierung kritisieren, was ich halt voll befürworte, weil die Regierung nun mal ganz furchtbare Entscheidungen getroffen hat, bis halt zum Mord, ne, und zum Völkermord und so. Das kann man ja alles machen. Aber das Existenzrecht Israels irgendwie abzuerkennen, das finde ich halt schwierig. Ja, und meinst du, dass das alle machen, die da von diesem Lied kritisiert werden? Ich glaube halt, da werden auch ich habe den schon gehört. Ja. Ach so. Ich glaube, da werden halt auch wieder ein bisschen Leute in einen Topf geworfen. Es ist halt dieses Thema, also ganz ehrlich, alleine deswegen kommt mal endlich klar in eurem Scheiß da drüben, damit wir über euer Scheißthema nicht mehr reden müssen. Das ist das größte Unheil. Das ist wirklich das größte Kneifzangenthema von allen. Es geht mir einfach nur auf den Sack, Alter.
Können wir uns nicht einig sein, dass irgendwie das scheiße ist, wenn Leute irgendwie auf beiden Seiten sterben, ohne das Thema zu beizeitigen, weil ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Aber dass es trotzdem irgendwie nicht geil ist, wenn irgendwelche Krankenhäuser weggebombt werden und ja, die Hamas nehmen irgendwelche Leute als Schutzschild. Deswegen musst du trotzdem nicht irgendwelche humanitären Hilfen wegbomben und so. Das ist doch alles, das ist alles so, da ist alles und nichts zugesagt zu diesem Thema. Und deswegen sage ich, wir können da gar nicht mehr drüber reden. Haltet einfach mal alle euren Maul und klärt das endlich mal. Ja? Ja, damit wir wäre. Jetzt hier in unserem wohlig warmen Wohnzimmern im Westen nicht mehr mit solchen schweren Themen konfrontiert werden. Ja. Word, Mic Drop. So. Hast du jetzt einen Song für die Playlist? Nee, mach irgendein Judenlied rein. Hä, hätte ich jetzt gesagt, mach ein Christenlied rein, hätte das für dich nicht so eine Wucht gehabt. Ne? Natürlich nicht. Naja, aber es ist ja... Es ist halt eine Utopie. Wir können ja gerne einen extra Brennpunkt Hörerwunsch machen, wenn ihr wollt, aber man kann nicht sagen, alle Religionen sind gleich. Das kann man nicht machen, leider, aufgrund der Geschichte. Das geht nicht. Weil du Islamisten so von mir aus denkst, ja, genau. Jetzt habe ich Islamisten gesagt, wobei ich hätte Moslems sagen müssen. Genau, ja. Kannst du gerne nachreichen, das wäre jetzt eine, dass du es noch sagst, du denkst nach und schickst mir einfach nachher dann einen Song. Nee, ich habe halt jetzt rein. So mir den Hals fusselig geredet. Wir nehmen jetzt rein, was ich normalerweise niemals hören würde, Sarah Lawson mit Z, aber Zara mit Can't Tame Her. Das ist das ist Mucke, die ich sonst nie hören würde wahrscheinlich, aber das ist so ein catchy Ohrwurm. Schön jetzt da mal rein. Ja, genau. Also dann Sarah Lawson, ich kenne das Bild irgendwo her. Antilopengang, hört gerne mal rein in die beiden Songs, die wahrscheinlich unterschiedlich sind, aber beide wichtig sind bestimmt auch. Und nur weil ich den Song jetzt in die Playlist tue, sage ich nicht, dass auch alles irgendwie stimmen muss und alles richtig ist, was die Antilopengang so singt. Doch, du sagst jetzt tot allen Palästinensern mit diesem Lied. Okay. Gut, wascht euch. Dann bis nächste Woche. Wascht euch die Ohren, das habt ihr gar nicht gehört, was gerade alles gesagt wurde. Ja, aber auch bald wieder Jubiläum-Ausgabe. Dann wird mal wieder was Cooles. Mit Betonung auf Google. Ja. Google, Heimatkeit. Tschüss.